Hallo, cool, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollen wir auf diesem Kanal mal ein neues 3D-Druckverfahren behandeln. Kein neues 3D-Druckverfahren an sich, sondern ein 3D-Druckverfahren, was jetzt auf diesem Kanal noch nicht behandelt worden ist, und zwar das Inkjet-Verfahren. Wir haben hier den Agilista, das sind gute 200 Kilogramm, und wir wollen mal so ein bisschen abklären, was für Geräte gibt es überhaupt auf dem Markt, wo genau gehört denn so ein Gerät hin? Für wen lohnt sich eventuell auch eine Anschaffung von so einem Gerät? Was für Folgekosten kommen auf einen zu? Wie sieht es mit der Druckqualität aus? Was kommt denn da genau raus? Und ja, wir werden mal einen Probedruck machen, wir werden mal ein bisschen slicen. Ich erkläre nochmal so ein bisschen das Prinzip von dem Drucker, wie er genau funktioniert. Und wir gucken uns nochmal ein bisschen detaillierter an, wie der aufgebaut ist. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Wir gucken uns jetzt mal ganz kurz die Software an. Wir sehen hier den virtuellen Bauraum. Das ist eine A4-Blattgröße, 200 mm Höhe. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, unsere STL-Files reinzuladen. Wir gehen mal auf Modelle laden. Ich habe mich entschieden für den Würfel und eine 20 mm Kugel. Den Würfel, den kennen die meisten, den können wir nachher in Ruhe nochmal vermessen. Und dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, wollen wir alle Objekte in einer hohen Auflösung oder in einer normalen Auflösung drucken. Wir entscheiden uns mal für die hohe Auflösung. Ich würde jetzt gerne jeweils zwei Stück haben. Das heißt, wir kopieren einmal die Kugel, wir kopieren einmal den Würfel, gehen auf optimale Orientierung. Das ist in dem Fall schon gegeben. Die Kugel kann man ja gar nicht orientieren sozusagen, die liegt ja mal gleich, und der Würfel, der liegt schon gerade auf, also das ist optimal. Dann automatische Positionierung, dann gehen wir einmal auf die Schätzung und gucken, wie lange der Druck dauert. Bei Details sehen wir auch später noch, wie viel Material verbraucht wird, und für den Druck würden wir jetzt so 2 Stunden benötigen. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, hier manuell wirklich alles zu verstellen und die übereinander zu drucken. Da macht er hier natürlich Support hin. Allerdings muss man auch dazu sagen, das lohnt sich so nicht, weil natürlich der Druck dann wesentlich länger dauert. Er braucht viel, viel mehr Material, und da würde ich immer empfehlen, mit den automatischen Empfehlungen zu arbeiten, dass man da am effizientesten ist. Dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, soll die Oberfläche glänzend oder matt sein. Wir gehen einmal auf glänzend mit der Kugel, einmal auf glänzend bei dem Würfel. Ja, wo ist denn der Unterschied? Wenn wir matt auswählen, dann wird sozusagen einmal das Modellmaterial komplett mit Support ummantelt und sorgt dafür, dass es einmal extrem maßhaltig ist, weil das Modellmaterial nicht mehr weglaufen kann, und gleichzeitig wird das Objekt aber mattiert. Wenn man jetzt sich das Glänzende anguckt, dann sieht man hier, das wird sehr, sehr glänzend werden, und hier unten bleibt Supportmaterial, weil ansonsten das Modellmaterial sowieso weglaufen würde. Sobald man von den 90 Grad 1 Grad weggeht, muss er halt stützen. Ansonsten würde der Drucker so nicht mehr funktionieren. Bei dem Würfel sehen wir das auch ganz gut. Da haben wir, die guckt man später im Detail an, hier muss er stützen. Das ist der glänzende Würfel an sich. Da haben wir keine andere Möglichkeit. Und bei dem matten Würfel sehen wir gleich, der ist komplett einmal mit Support drumherum. Und der wird dann aber dafür auch wesentlich maßhaltiger, weil das Supportmaterial, das Modellmaterial begrenzt, dass es nicht weglaufen kann. Wir sehen jetzt hier die Grundplatte, die auf die Nullposition fährt. Bei der Grundplatte handelt es sich um eine beschichtete Aluminiumplatte, die relativ robust ist und mit 4 Stiften gesichert ist. Wir sehen, dass der Kopf in der ersten Bewegung sofort Material aufträgt, in der Rückbewegung mit der Walze glättet und mit der UV-Lampe härtet und so relativ nacheinander immer 15 μ aufgetragen werden. Er fängt allerdings nicht gleich mit dem Bauteil an, sondern erst mit einer Grundfläche von 3 mm Höhe, auf die er dann das Teil draufdruckt, und das hat den Vorteil, dass man später die Teile besser entfernen kann. Dann gehen wir hier unten noch mal ein bisschen auf die Details ein. Wir haben hier unser Materialfach. Oben haben wir das Material für den Support. Das ist sozusagen nicht wechselbar, das bleibt immer oben. Wir haben 2 Fächer dafür, und unten haben wir 2 Fächer für das jeweilige Modellmaterial. Der große Agilista, der 3200er, verfügt über 4 Materialien, 2 Silikone und 2 normale Modellmaterialien, wobei das eine Modellmaterial halt hitzebeständiger ist
und auch für Vorrichtungsbau, so für kleine Spritzgussvorrichtungen und so eine Geschichten halt verwendet wird. Jede Kartusche ist 1,2 Kilogramm. Wie man auch sieht, ist das Material geschippt. Daher weiß der Drucker immer genau, wie lange eine Kartusche noch haltbar ist. Die ist immer 12 Monate nach Herstellung haltbar. Allerdings ist nach dem Versand aus Japan hier in Deutschland das so, dass die Kartuschen bei uns ankommen, dann sind sie circa noch 9 Monate haltbar, weil natürlich auch nicht die ersten, die von Japan aus eingelagert werden bei Kierens, sofort wieder rausgehen, sondern erstmal die älteren. Und da kann man roundabout sagen, dass die im Durchschnitt so um die 9 Monate alt sind. Das heißt, man hat auch 9 Monate Zeit, die Sachen zu verdrucken, da sie danach der Drucker auch nicht mehr akzeptiert. Und ist ein geschlossenes Materialsystem. Wir haben ja auch nicht die Möglichkeit, von anderen Herstellern Materialien zu verfahren, sondern wirklich nur die Materialien von Kierens. Kommen wir mal zum Mitteteil. Ja, hier wird es immer ein bisschen teuer, weil hier landet das Material drin, gerade wenn er das erste Bauteil druckt, reinigt er immer die Düsen vor. Wenn man mal einen Materialwechsel macht, muss er ja dementsprechend auch nochmal gespült werden. Und auch wenn man so baut, reinigt er zwischendurch immer die Düsen. Das heißt, für so einen kleinen Druck mit 200 Gramm sozusagen Bauteilen landen hier mal schnell 110 Gramm drin. Wenn man dann halt mal so 5 Kilo Material verdruckt, dann landen aber von dem 5 Kilo Material auch mal schnell 3,5 Kilogramm in den Auffangbehälter. Und da ist es so, das ist ja immer noch ein UV-Resin. Wenn man das in die Sonne stellt, da merkt man richtig, wie die Power da hinten ist. Das ganze Material wird dann sofort hart. Und das ist total schade, dass man das halt anderweitig jetzt nicht noch verwenden kann oder nochmal benutzen kann, da es natürlich auch ein Mix aus einem Support- und Modellmaterial ist und der jetzt auch nicht unterscheidet, ob da Silikon oder nicht Silikon ist. Ja, und naja, so ein Kilogramm kostet halt auch mal schnell zwischen 200 und 400, 500 Euro. Und da kann man sich halt vorstellen, warum die Preise beim Inkjet, auch beim Polyjet, halt exorbitant hoch sind. Also das sind so im Kunststoffbereich mit die teuersten 3D-Druckverfahren, wo man richtig, richtig Geld auch lassen kann. Deswegen hat der Drucker trotzdem seine Anwendungsbereiche. Allerdings sind die halt ein bisschen spezifischer und setzen auch mehr da an, wo FDM, SLA und SLS halt so ein bisschen aufhören. Und da ist halt die Lücke für diesen Drucker, gerade im Maschinenbau, im Vorrichtungsbau, wo hohe Genauigkeiten gefragt sind, wo eventuell mit Kühlschmiermitteln gearbeitet wird, wo man einen Kunststoff braucht, der keine Wasseraufnahme dementsprechend hat, wo die Bauteile halt maßhaltig genauso bleiben müssen. Da gehört er hin und da sind so eine Preise teilweise auch okay für die Bauteile, weil natürlich die Alternative, die konventionelle Fertigung mit einem Aluminium, mit einem Kunststoff, nicht wesentlich günstiger ist. Also das muss man immer so in Betracht ziehen. Und deswegen gehört der Drucker halt wirklich in den Vorrichtungs- und Maschinenbau. Jetzt hatte ich vorhin die Schrauben schon abgenommen. Jetzt kommen wir mal zum Herz. Und da muss man sagen, der Drucker hat nicht ein Herz, sondern mehrere. Das sind Pumpen, die je nachdem Druck oder Vakuum erzeugen. Und die Schläuche, die man hier sieht, die sind sehr, sehr flexibel. Das ist ähnlich wie bei einer Mischkuh, wirklich mit den Euter. Der verengt das, zieht es vor und so schafft das halt entweder Vakuum zu erzeugen oder Druck zu erzeugen. Dementsprechend die 4 Druckköpfe mit Material zu versorgen. So, und dann gucken wir uns mal die fertigen Teile an. Da ist jetzt auch noch ein Kundenbauteil, auf das gehen wir jetzt mal nicht näher ein. Ansonsten sehen wir hier den 20 mm Cube in XYZ. Und auch wie in den Slice-Einstellungen zu sehen, sieht man jetzt genau nochmal, wo der Support ist, wo der Support nicht ist. Überall, wo der Support nicht ist, kann das Material weiter zur Seite laufen und dementsprechend müsste der linke Würfel etwas größer als der rechte sein. Die glänzende Kugel müsste eine Kante haben und ja, ich würde sagen, wir entpacken die Teile jetzt mal. Wir werden sie jetzt einfach ganz leicht einmal abnehmen und dann in ein Ultraschallbad werfen. Die Teile, die sehen an sich erstmal beeindruckend aus. Gerade die Kugel mit 15 µ Auflösung, ja, die ist schon echt Wahnsinn. Also die kann man auch sehr gut für einen Deo-Roller verwenden. Ja, wie gesagt, der Drucker macht halt unter jedem Teil noch eine extra Zwischenschicht. Dadurch lassen sich die Teile mit ein bisschen Druck einfach runterschieben. Man kann dann mit einem Handschuh dementsprechend das Supportmaterial grob entfernen und der Rest wird dann im Ultraschallbecken gemacht. Ja, das machen wir jetzt mal und dann gucken wir uns die fertigen Teile mal an, würde ich sagen. Ja,
Bevor wir die Teile jetzt ins Becken geben, können wir sozusagen noch die Außenhaut komplett entfernen. Und wir schieben den Würfel jetzt raus. Und ja, so kann er jetzt perfekt ins Becken, weil der restliche Support löst sich dann auf. Da jetzt die Frequenz den Ton stören würde vom Ultraschallbecken, schalte ich es gleich an, wenn alle Teile drin sind. Hier haben wir auch die Kugel. Da reicht es, wenn man unten einmal leicht drückt. So, die Creme kann auch ab. Und hier merkt man schon eine leichte Kante. Das gucken wir uns aber später im Detail nochmal an. Da Inkjet ein hochpreisiges 3D-Druckverfahren ist, würde ich sagen, wir checken mal den Schätzverbrauch von dem 3D-Drucker, was er angegeben hat für die Teile, und den Ist-Verbrauch. Der Schätzverbrauch war 80 Gramm, so 80 Gramm Supportmaterial und 110 Gramm, 110 Gramm das Modellmaterial. Das war der angegebene Verbrauch. Das heißt, wir müssten insgesamt auf 190 Gramm verbrauchtes Material kommen. Wir hatten hier in dem Behälter 700 Gramm. Den haben wir abgewogen, bevor der Drucker anging. Wir stellen ihn jetzt rauf und haben genau 800, man sieht es vielleicht schlecht, aber genau 810 Gramm. Das heißt, wir haben schon mal 110 Gramm verbraucht. Und dementsprechend dürften jetzt die kompletten 3D-Druckteile plus Untergrund noch 80 Gramm wiegen. Dann haut das mit der Schätzung genauso hin. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Wir schmeißen alle Teile rauf und wir liegen bei 72 Gramm. Das heißt, Software, also tatsächlicher Verbrauch und normaler Verbrauch, der angegeben ist, passt. Und so kann man halt auch dann dementsprechend vernünftig kalkulieren, als wenn da zu viele Abweichungen sind. Also das haut schon mal so weit hin. Hier haben wir jetzt die gereinigten Teile. Ich habe die aus dem Ultraschallwascher genommen und der funktioniert nur mit Wasser. Die Teile haben da manchmal noch so einen ganz leichten Grauschleier. Da hilft dann Isopropanol oder ein Pinselreiniger. Dann kriegt man das so hin, dass sie relativ glänzend wirken. Wir gehen jetzt mal in die Detailaufnahme und dann gucken wir uns mal im Detail die Teile einzeln an. Ja, da messen wir jetzt einfach mal den ersten Würfel. Messschieber ist genullt auf 0. Das passt soweit. Wir messen einmal über Y, gucken uns das mal an. Da haben wir 600stel. Dann messen wir nochmal auf X. Da sind wir auch 600stel drunter. Und bei Z, da haben wir 600stel drüber. Ja, dann haben wir hier nochmal den gleichen Würfel. Und zwar ohne Support an den Seiten, da sind wir weitaus mehr daneben, wie man sieht. Und in Y sind wir fast 2/10 drüber, in X waren das 1/10 und in Z, das müsste relativ genau sein, ja, da sind wir bei 300stel drüber. Da sehen wir also, dass wir generell, wenn wir die Teile maßhaltiger haben wollen, brauchen wir definitiv eine matte Oberfläche. Deswegen habe ich auch nochmal die Kugel gedruckt gehabt, weil man wirklich an der am besten sieht, die scharfe Kante, die entsteht. Und bei der matten, die ist halt wirklich komplett rund. Allerdings ist sie halt leicht rau. Das kriegt man, wie gesagt, mit einem Schleifen weg oder mit einem Klarlack. Allerdings ist die halt wesentlich maßhaltiger. Und hier sehen wir schon, da hat man fast 1/10 eine Kante drauf. Dementsprechend, gerade bei so runden Sachen oder Figuren, also wir empfehlen generell immer alle Teile matt zu drucken. Es geht halt auf die Optik, das muss man halt sagen, wenn man da keine Nacharbeit wünscht. Aber generell ist es auf jeden Fall für die Einsatzzwecke, wo der Drucker hingehört, optimaler und man kriegt die maßhaltigeren Teile raus. Ich würde kurz noch mal ins Detail gehen, wie genau so ein Inkjet-Drucker funktioniert. Wir haben wie bei einem normalen Tintenstrahldrucker einen Druckkopf, beziehungsweise haben wir beim Inkjet-Drucker 4 Druckköpfe. Die zeichne ich jetzt mal hier. 1, 2, 3 und 4. Der eine Druckkopf ist nur für das Modellmaterial zuständig und der andere Druckkopf ist nur für das Supportmaterial zuständig. Jeder Druckkopf an sich hat 256 Düsen. Das bedeutet, man hat eine relativ hohe Auflösung und
der fährt auch immer sozusagen immer versetzt. Dementsprechend kann der Keyence halt ziemlich hochauflösend drucken. Ja. Die Auflösung, die kann man einstellen zwischen 15 und 20 μ. Die Druckköpfe, die fahren einmal nach rechts und im Rückhub wieder nach links und erzeugen dabei das 3D-Objekt. So, dann sehen wir hier noch, genau, sehen wir hier noch das Supportmaterial. Da die Fläche jetzt noch relativ wackelig aussieht, haben wir davor geschaltet die Walze. Die nach rechts rotiert und später die UV-Lampe, die das Material dann sozusagen erhärtet. Im ersten Schritt fährt der Drucker nach rechts rüber, trägt Material auf und im zweiten Schritt passiert erst die Glättung. Das bedeutet, das Material wird von der Walze, beim Zurückfahren wird sozusagen das Material durch die Walze geglättet und dann gleichzeitig ausgehärtet. Ja, ich hoffe, ihr könnt jetzt halbwegs mit der Funktionsweise was anfangen. Beim PolyJet zum Beispiel ist der Unterschied, da haben wir noch mehr Düsen und noch mehr Materialien, die wir verdrucken können. Auch die Farben sind dabei, das heißt, der kann Farben mixen, der kann mehrere 10.000, 20.000 Farben generieren. Das ist gerade bei den Großkonzernen sehr interessant, wenn ich auf einer Messe bin und mir da die Geräte von Stratasys zum Beispiel angucke. Da liegen öfter auch Teile von Mercedes oder Bugatti rum, sei es so ein Schaltknopf oder so. Und da sieht man halt schon, welche Unternehmen dafür Geld ausgeben, um halt mal einen schnellen, einen funktionierenden Prototypen in der Hand zu haben, rein von der Optik her. Und genau, dafür ist dieses Verfahren halt auch interessant. Der PolyJet 3D-Druck ist mehr nicht für den Maschinenbau gedacht, weil ich denke mal, dafür ist er zu teuer, gerade mit diesen vielen Materialien und Farben. Der Inkjet 3D-Druck, der hat halt nur eine Farbe, der gehört mehr in diesem Bereich, aber natürlich kann man so einen Teil auch verchromen lassen, je nachdem, wie man will. Und das ist sozusagen jedem selbst überlassen. Ja, kommen wir jetzt zum Resümee von dem Drucker. Wir haben hier jetzt den Keyence Agilista 3200W. Es gibt natürlich noch andere Hersteller, wie zum Beispiel 3D System oder ein Stratasys, die auch Inkjet-Drucker produzieren, auch in ähnlichen Preisregionen. Bei dem Keyence, den großen, reden wir jetzt von einem Anschaffungspreis von um die 60.000 Euro plus natürlich einen Wartungsvertrag, der jährlich gemacht werden sollte durch diese ganzen flexiblen Schläuche und so weiter. Und diese Vakuumtechnik ist man da auch nochmal mit 2.500 Euro dabei. Der kleine Agilista mit nur einem Material, also einem Modellmaterial, kostet um die 50.000 Euro. Die anderen Geräte von den anderen Herstellern sind ungefähr in denselben Regionen. Wenn man natürlich jetzt einen PolyJet-Drucker haben will, dann geht es natürlich sehr, sehr steil nach oben, das ist klar. Wer sich jetzt überlegt, eventuell so ein Gerät anzuschaffen, der muss natürlich so ein bisschen die Wirtschaftlichkeit rechnen. Und ja, da muss man schon sein Einsatzfeld für gefunden haben. Ich sehe den Drucker wirklich im Maschinenbau, vielleicht auch noch so ein bisschen in diesem Formbau, Prototypenbau. Und ich glaube, da ist er ganz gut aufgehoben und aufgestellt, weil er auch sehr gute Genauigkeiten bringt. Allerdings ist er auch sehr kostenintensiv und man kann sozusagen nur gegen Zerspannungsteile antreten, man kann mit guten Lieferzeiten punkten, weil der Drucker geht an, 8 Stunden später hat man sein Teil und das ist natürlich was, was generell mit der normalen Zerspannung mittlerweile relativ schwierig geworden ist. Die Lieferketten werden immer länger und ja, da hat der Drucker sozusagen seine Lücke gefunden und sein Anwendungsfeld. Und ich wollte euch heute einfach nur mal einen Einblick geben in die Drucktechnologie. Ich hoffe, das hat soweit geklappt, ihr fandet es gut. Und ja, ich freue mich schon, wenn wir mal auf die SLS-Technologie auch eingehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.